Markus Babbel, man reist nach einem Heimsieg gegen den FC Thun zum Tabellenführer aus Basel. Wie ist die Gemütslage? Ja, besser, ganz klar. Ich fahre natürlich lieber nach Basel nach einem Heimsieg, wie wenn wir da keine 3 Punkte geholt hätten. Und das Selbstvertrauen dementsprechend dann auch im Keller wäre, weil dann hätte man 6 Spiele am Stück nicht gewonnen. Und das nagt natürlich dann an einem. So merkt man einfach, die Stimmung ist wieder sehr gut. Die Jungs haben sehr fokussiert jetzt eben auch die Tage gearbeitet, aber auch mit einem gewissen Spaß. Und und diese Gemütslage sollten wir dann doch versuchen, in positive Energie umzuwandeln, um dann eben in Basel dann eben auch was Gutes zu erreichen. Erstens hat man eine sehr gute Bilanz in der Fremde, zweitens hat man nichts zu verlieren in Basel und man hat auch immer gut ausgesehen im St. Jakob Park. Was muss man am Sonntag machen, damit man diese Serie fortsetzen kann? Ach, zu verlieren hat man immer was. Also wenn wir in Basel verlieren, dann ist man enttäuscht. Also wir wollen schon dorthin fahren, um einfach ein gutes Spiel zu zeigen. Wie schlussendlich kann man es nicht vorhersagen, was dann dabei rumkommt, aber das ist erstmal die erste Prämisse, was wir machen müssen. Einfach eine Top-Performance als Mannschaft geschlossen aufzutreten, ein hohes Maß an Überzeugung zu haben, an die eigene Stärke zu glauben, weniger in Ehrfurcht zu erstarren, weil das sowas nutzt dann Basel eben aus. Diese Unsicherheit, die man dann in sich trägt, das wird dann gnadenlos bestraft. Aber wenn wir es eben schaffen, eine hohe Überzeugung zu haben, eine hohe Bereitschaft an den Tag zu legen, Zweikämpfe zu suchen, Zweikämpfe anzunehmen und vor allen Dingen zu bestehen und darüber hinaus aber auch unsere Qualität auch mit ins Spiel zu bringen, immer wieder auch den Ball gut laufen zu lassen, dann kann man denen schon auch wehtun. Und ich denke, das haben wir in der letzten Saison hervorragend gezeigt, wo wir mit einer hohen Überzeugung in das Spiel reingegangen sind und hochverdientes Spiel für uns entscheiden konnten. So sollten wir das am Sonntag eben auch wieder machen, um dann eben die individuelle Qualität, die Basel hat, dann eben trotzdem zu besiegen. Wie sieht es in personeller Hinsicht aus bei unserer Mannschaft? Ja, leider ist Tommy Pulic gesperrt. Das tut natürlich ein bisschen weh, weil er in einer sehr, sehr guten Verfassung war, aber nichtsdestotrotz. Mit Remo Arnold noch jemand, der leider verletzt von der U19 zurückkam, mit Muskelfaserriss, der nicht so weit ist. Aber sonst sind alle Mann an Bord. Das ist natürlich für uns hervorragend, dass man aus dem Vollen schöpfen kann. Und wir werden schon versuchen, am Sonntag eine Mannschaft auf dem Platz zu stehen, die Überzeugung hat und gewillt ist, eben das Spiel für uns zu entscheiden. Manchmal gibt das Leben viel zu wenig. Und dann wieder viel zu viel. Manchmal stehe ich auf am Morgen und will ein anderer sein. Nicht anders als die anderen sein. Der Pullover ist zu rot oder zu grün, der Kaffee zu heiß oder zu kalt. Und das Wetter macht auch nicht, was ich will. Will etwas sagen und finde die richtigen Worte nicht dazu. Will etwas machen und weiss nicht was, nicht wie und warum. Will irgendwo herren und komme nie an. Hat so viel zu sagen und alles bleibt stumm. Manchmal habe ich ganz einfach das Gefühl, das Wasser sei zu nass. Aber der, manchmal kann ich es fast nicht glauben, spüre ich mich mit drinnen im Leben. Es verjagt mich fast vor Energie, könnte die ganze Welt umarmen. Und was ich will, das weiss ich ganz genau. Ein Ameise läuft mir über die Haut. Ich spüre seine Füße, höre das Gras wachsen, bin ganz bei mir und gleich verbunden mit der Welt. Aus dem Krampfen wird schaffen, aus dem Würgen wird schlucken und Tränen kommen vom Lachen. Und der wird kein anderer sein. Nicht anders sein.